Pixel-Look, wackelige Joysticks und lange Ladezeiten. Das war vor wenigen Jahrzehnten noch ganz normal. Heute wirken die Retro-Games von damals wie aus der Steinzeit. System Shutdown. Mittlerweile können die Gamer richtig in die Spielewelt eintauchen. Super realistische Grafik, leistungsstarke Rechner und vor allem ein schnelles Internet machen es möglich. Die Entwicklung schreitet rasant voran. Das sagte auch Markus Wiethölzl, der Vertriebsleiter der Salzburg AG. Wie ich 2000 begonnen habe, haben wir von Bandbreiten beim Internet mit 64 Kilobit gesprochen und Backbone-Anbindungen für den gesamten Provider waren irgendwo bei 512 Kilobit. Und heute sind wir bei der Messe, bei der Level Up und haben einfach da 10 Gigabit Anbindung, um hier diese Gaming-Messe auch gut über die Bühne bringen zu können. Also gewaltige Bandbreitensteigerungen, Performance-Steigerungen, das ist schon sehr imposant. Diese 10 Gigabit Internetanbietung ist ein Synonym für die leistungsstarken Internetprodukte des Greentech-Unternehmens Salzburg AG. Auch Privat- und Gewerbekunden kommen in den Genuss von Highspeed-Internet. Die Salzburg AG bringt die volle Bandbreite bis hinein in die Wohn- und Kinderzimmer. Da gibt es kein Wenn und Aber für Latenzzeiten, Pingzeiten, Antwortzeiten. So macht es für die Kids dann außerordentlich Spaß, hier diese Online-Spiele zu spielen. Und sie haben dann auch noch den Vorteil, dass einfach mit diesen schnellen Internetanbindungen die Millisekunden, die ja dann auch über Sieg und Niederlage entscheiden, dann auch noch die Spiele gewinnen. Und das Gute für uns Eltern dabei ist, dass wir nebenbei dann auch noch zu Hause Homeoffice machen können. Wir können zu Hause unsere Teamstermine wahrnehmen oder auch am Abend nebenbei einmal einen Film anschauen, einen Film streamen, ohne dass es hier irgendwelche Einschränkungen gibt. Als langjähriger Partner der Messe Salzburg stellt die Salzburg AG nicht nur die leistungsstarke Internetverbindung den Messebesuchern und Ausstellern zur Verfügung. Es wird auch Gaming-Spaß geboten, in einem nicht alltäglichen Rahmen. In Form von zwei Tesla, wo man am Cockpit oder im Cockpit drinnen auch coole Spiele spielen kann. Und somit machen wir auch den Brückenschlag zur Mobilitätswende, wo wir hier dann die entsprechenden Ladelösungen für die Elektroautos haben. Denn auch hier bleibt die Zeit nicht stehen.